Halo, guten Tag, dobrodan i dobrodošli u novu video lekciju. Iskoristite narednih 30 minuta da naučite present i perfect. Dakle, koristimo glagole iz svakodnevnog života, njih 50, danas i pravimo rečenice brze, rečenice u presentu i u perfektu. Pravite ih za mnom, vežbajte. Kad ja napravim jednu, vi napravite još jednu sličnu. Dakle, razjasnite sebi present i perfect. Krećemo odmah. Bringen je doneti. Bringen, dakle, stavljamo prvu rečenicu u present, dakle on meni donosi cveće. Bringt mir die Blumen. Bringt mir die Blumen. On meni donosi cveće. Juče mi je doneo čokoladu. Hat mir gestern Schokolade gebracht. Dakle, da kažete znam taj glagol, ako kažete znam taj glagol, to znači da znate kako, šta znači i da znate da ga promenite u prezentu i perfektu. Dakle, bringt mir die Blumen, hat mir gestern Schokolade gebracht. Dakle, znamo mu ta dva oblika, prezent i perfekt. Idemo dalje. Zeigen, pokazati. Zeigen. Ona mi pokazuje svoju novu jaknu. Sie zeigt mir ihre neue Jacke. Sie zeigt mir ihre neue Jacke. A juče mi je pokazala svoju novu kuću. I svoj novi stan. Sie hat mir gestern ihre neue Wohnung gezeigt. Sie zeigt mir ihre neue Jacke und sie hat im Perfektum mir gestern ihre neue Jacke, ihre neue Wohnung gezeigt. Bravo, idemo sljedeći. Bezahlen, platiti. Ja račune plaćam odmah. Ich bezahle die Rechnungen. Ich bezahle sofort die Rechnungen. Plaćam odmah račune. Ich bezahle sofort die Rechnungen. Platio sam račun juče. Ich habe gestern die Rechnung bezahlt. Ich bezahle die Rechnungen und ich habe gestern die Rechnung bezahlt. Platio. Dakle, osim što znamo kako glasi u prezentu, kako glasi u perfektu, još vidimo od prilike sa kojim se imenicama ti glagoli sažve. Znači, rechnung, bezahlen, die Wohnung, die Jacke, zeigen, blumen, šokolade, bringen. Dakle, povezujemo imenicu i glagol. Dakle, gehen, ići. Ići pešice. Ići u park. Znači, on ide svaki dan u park. Geht jeden Tag in den Park. Juče je išao u bioskop. Ist gestern ins Kino gegangen. Dakle, pazimo, gehen je kretanje. Geht jeden Tag in den Park. Ist gestern ins Kino gegangen. Dakle, naučimo i perfekat. I im park, in kino, znači su akuzativ, zato što uz glagol gehen ide akuzativ. To su još neki mali dodaci koje učimo uz reči. Znači, wohin gehst du, kuda ćeš, in den park, ins kino. Dakle, akuzativ. Sprechen, govoriti, sprechen. On govori dobro nemački. Spricht gut Deutsch. Spricht gut Deutsch. Juče govorio nemački na poslu. Hat gestern auf der Arbeit Deutsch gesprochen. Also spricht gut Deutsch und hat gestern auf der Arbeit Deutsch gesprochen.
Essen, jesti. Ist, neprilan glagol. Znači, ona jede hleb za doručak. Sie isst Brot und Butter. Nego samo hleb. Sie isst Brot und Butter jedan morgen. Svakog jutra. Juče, da kažemo, nije jela ništa. Sie hat gestern nichts gegessen. Sie isst Brot und Butter jeden Morgen. I sie hat gestern nichts gegessen. I pratite da u prezentu na drugom mjestu je uvijek glagol, u prošlom vremenu u perfektu na drugom mjestu je uvijek pomoćni glagol, a glavni je na kraju. 3. piti. On ne pije pivo. Negiramo imenicu sa kein. Er trinkt kein bier, ali juče je popio flašu piva. Er hat gestern ein glas bier getrunken. Er trinkt kein bier, aber er hat gestern ein Glas Bier getrunken. Und so wächst mehr im Logo. Er lacht viel. Jutsch ist im Logo mehr. Er hat gestern viel gelacht. Er lacht viel und er hat gestern viel gelacht. Arbeiten. On radi u pošti. Er arbeitet in der Post. Prošle godine je radio u banci. Er hat letztes Jahr in einer Bank gearbeitet. Dakle, er arbeitet in der Post. Er hat letztes Jahr in einer Bank gearbeitet. Lernen. Učiti. On vredno uči nemački. Er lernt fleißig Deutsch. Ali juče nije učio. Er hat gestern nicht gelernt. Er war müde, bio je umoren. Er lernt jeden Tag fleißig Deutsch, aber er hat gestern nicht gelernt. Warten, čekati. On čeka autobus svaki dan. Er wartet auf den Bus. Warten plus auf. Predlog, obavezno. Juče je čekao Mariju. Gestern. Er hat gestern auf Maria gewartet. Opet sa auf. A ovaj erwarten, očekivati, on nema auf. Znači, on očekuje prijatelje večeras. Er erwartet Freunde. Er erwartet heute Abend seine Freunde. I prošlom vremenu er hat seine Freunde. Isti oblik participa. Erwartet. Er erwartet heute Abend seine Freunde und er hat seine Freunde erwartet. Znači, warten sa auf, erwarten des. Sehen, videti. Da li me vidiš? Siehst du mich? Ich sehe, du siehst, er sieht. Siehst du mich? On je nju video juče. Er hat sie gestern gesehen. Siehst du mich? Er hat sie gestern gesehen.
fancy. Sad gledaš stevi. Znači ovaj razvojni prefiks van. Sie ist so fern. Hat sie gledao tebe? Van. Hast du fern gesehen? Dakle, u prezentu ga razvojamo. Van, sie ist so fern. U perfektu ubacujemo mu g između. Znači, van, hast du fern gesehen? Wohnen, stanovati. On živi u blizini. Wohnt in der Nähe. Wohnt in der Nähe. Ranije stanovao daleko. Hat früher weit gewohnt. Wohnt in der Nähe. Hat früher weit von hier, daleko odavde, gewohnt. Sein, biti. Znači, kod glagola sein, najčešće koristimo umjesto perfekta preterita, ali evo napisat ćemo sva tri. Znači, er ist zu Hause, on je kod kuće. Ist zu Hause gewesen, bio je kod kuće. Ili war zu Hause. Znači to isto. Ist gewesen ili war bio je. Ovo je samo preterit. Fragen. Pitati. On uvek nešto pita. Fragt. Ima etwas. I juče me je nešto pitao. Hat mich gestern etwas gefragt. Fragt ima etwas. Hat mich gestern etwas gefragt. Antworten, beantworten. Znači razlika između antworten i beantworten jeste što antworten ide sa predlogom auf. A beantworten ide bez predloga. Znači, antwortet auf meine Fragen. Hat auf meine Fragen geantwortet. Antwortet, odgovara. Hat auf meine Fragen geantwortet. Odgovorio. Schreiben, pisati, on piše e-mail, schreibt eine e-mail, napisao je e-mail, hat eine e-mail geschrieben, nepravilan je. Schreibt eine e-mail, hat eine e-mail geschrieben, napisao je. Hören. Čuti. Čuješ li me? Hörst du mich? Da li si me čuo? Hast du mich gehört? Hörst du mich? Hast du mich gehört? Ausgehen. Opet razvojni prefiks. Znači on izlazi večeras. Geht heute Abend aus. Izašao je sinoć. Ist gestern Abend ausgegangen. Geht heute Abend aus. Ist gestern Abend ausgegangen. Spazieren gehen. On ide u šetnju. U parku. Geht im Park spazieren. Išao u šetnju. Ist im Park spazieren gegangen. Znači ovo je razvojni ide geht, a spazieren je prefiks. Geht im Park spazieren. Kao prefiks se ponaša. Ist im Park spazieren gegangen.
Schlafen, spavati, schlafen. On spava 8 sati. Er schläft 8 Stunden. Juče spavo 9 sati. Er hat gestern 9 Stunden geschlafen. Er schläft 8 Stunden. Er hat gestern 9 Stunden geschlafen. Jel pratite? Znači, kad se ovako uđe u fazon, da kažemo da ne može više se pogreši perfekat. Einschlafen je zaspati. On zaspi u 9. Er schläft um 9 Uhr ein. Znači, glagol s razvojnim prefiksom i sein je pomoćni glagol. Er ist um 9 einige schlafen. Dakle, er schläft um 9 ein je präsent. U prošlom vremenu nam je treba sein kao pomoćni. Er ist um 9 eingeschlafen. Kochen. On kuva samo subotom. Er kocht nur samstags. Juče nije kuvao. Er hat ili prošle subote nije kuvao. Er hat letzten Samstag nicht gekocht. Er kocht, er hat nicht gekocht. Kaufen. Kupiti. Šta kupuješ? Was kaufst du? Auf dem Markt. Na pijaci. Was kaufst du auf dem Markt? Šta si kupio? Was hast du auf dem Markt gekauft? Znači, was kaufst du? Was hast du gekauft? Einkaufen, ići u kupovinu. On ide u kupovinu u supermarketu. Er kauft, znači razvojamo einkaufen. Er kauft im Supermarkt ein. I prošlo vrijeme er hat im Supermarkt. Znači er kauft im Supermarkt ein, prefix. Er hat im Supermarkt eingekauft. Verkaufen, prodati. On prodaje svoj auto. Er verkauft sein Auto, sein altes Auto. Prodaje svoj auto. Er hat sein altes Auto verkauft. Er verkauft sein altes Auto. Er hat sein altes Auto verkauft. Isti oblik, ovo je kratice cvaj i treće lice. Glauben, verovati. On meni veruje. Er glaubt mir. On mi nije verovao ranije. Er hat mir früher nicht geglaubt. Also, er glaubt mir. Sada mi veruje. Ali früher hat er mir nicht geglaubt. Denken. Misliti. Was denkst du? Šta misliš? Was denkst du? Was hast du gedacht? Ili was dachtest du? Može i prijatelji da se koristi često. Znači, was denkst du? Was hast du gedacht? Hoffen. Nadati se. Ich hoffe auf bessere Zeiten. Nadam se da će stići bolje vremena. Ich hoffe auf bessere Zeiten. Ich habe auf bessere Zeiten gehofft. Ich hoffe auf bessere Zeiten. Ich habe auf bessere Zeiten gehofft. Weinen. Plakati. Sie weint oft. Sie hat
geweint. Ona često plače. Ona je često plakala. Kostet. Es kostet fünf Euro. To košta 5 eura. Es hat fünf Euro gekostet. Koštalo je 5 eura. Znači, es kostet fünf Euro. Es hat fünf Euro gekostet. Helfen. Pomoći. Hilft mir, on mi pomaže. Hat mir geholfen, on mi je pomogao. Hilft mir, hat mir geholfen. Suchen, tražiti. Was suchst du? Šta tražiš? Šta si tražio? Was hast du unter dem Tisch gesucht? Was sie tragen ist Postola. Was suchst du unter dem Tisch? Was hast du unter dem Tisch gesucht? Finden. Naći. Dakle. Wo finde ich... Gde nađe moje naočare? Wo finde ich meine Brille? Gde si našao naočare? Wo hast du deine Brille gefunden. Dakle, wo finde ich meine Brille? Wo hast du deine Brille gefunden? Verdienen. Zaraditi. Verdient viel. On zarađuje mnogo. Hat wenig. Früher wenig. Ranije zarađivao malo. Jetzt verdient viel. Aber früher hat wenig verdient. Ausgeben, potrošiti, sie gibt viel aus, ona mnogo troši, sie hat früher wenig ausgegeben, ranije malo trošila, znači razvojamo, sie gibt viel aus, mnogo troši, sie hat wenig ausgegeben, malo je potrošila, sie hat wenig ausgegeben. Es gibt i njegov oblik es gab u preteritu, znači es gibt viele Leute, auf der Straße, na ulici ima puno ljudi, es gab bilo je, koristi se preterit za ovu frazu, znači es gibt viele Leute auf der Straße, es gab viele Leute, bilo je mnogo ljudi na ulici. Wissen. Ich wisse. Bože, ich wisse. Ich weiß es. Ich habe es gewusst. Ili ich wusste es. Ovo se isto preterit često koristi, možda češće nego perfekt. Ich weiß es. Ich habe es gewusst. Oder ich wusste es. Znao sam to. Geben. Dati. Sie gibt mir ihr Buch, daje mi svoju knjigu. Sie hat mir ihr Buch gegeben. Dala mi je knjigu. Sie gibt mir ihr Buch, sie hat mir ihr Buch gegeben. Verstehen. On me ne razume. Versteht mich nicht. On me nije razumeo. Hat mich nicht verstanden. Versteht mich nicht. Hat mich nicht verstanden. Benutzen. Koristit ihm. Ich benutze den Computer. I koristila sam. I habe den Computer benutzt. Ich benutze den Computer. Ich habe den Computer benutzt.
korrigieren. Ispraviti. Er korrigiere meine Fehler. On ispravlja moje greške. Er hat meine Fehler korrigiert. Ist je oblik. Er korrigiert meine Fehler. Er hat meine Fehler schon korrigiert. Verbessern. Poboljšati. Er verbessert seine Deutschkenntnisse. On poboljšava svoje znanje nemačkog. Er verbessert seine Deutschkenntnisse. Poboljšava. Er hat. Pa sad ovo. Iskopiramo. Da ne kucamo. Seine Deutschkenntnisse verbessert. Isti oblik. Er hat verbessert, er verbessert. Regnen, kišiti. Znači, pada kiša se kaže es regnet. Padala kiša se kaže es hat geregnet. Es regnet, es hat geregnet. Übersetzen, prevesti. Sie übersetzt den Text. Und ich habe den Text schon übersetzt. Ist die Oblik kao i jednina. Sie übersetzt den Text und ich habe den Text schon übersetzt. Üben, vežbati. Sie übt Deutsch jeden Tag. Und gestern sie hat geübt. Znači, sie übt jeden Tag und sie hat geübt. Machen, raditi. Was machst du? Šta radiš? Was machst du? I prošlo vreme, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was machst du? Was hast du gemacht?